Herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde Phasmophobia. Denn Hallöchen. Wir zocken mit Yassi heute. Yassi, heute gemütlich. So. Ja, mal gucken, ne, ob es gemütlich bleibt. Ja, sicher, sicher. Oh, Einzelperson, das ist schon mal nicht ganz so gemütlich. Brain AFK, okay. Jetzt bin ich soweit. Stelle die Anwesenheit deines Geistes anhand von einem Bewegungssensor fest, haben wir dabei. Lasse einen Geist durch Salz wandern, haben wir dabei. Entkomme den Geist während einer Jagd. Opfer habe ich dabei. Hey. Cool. Etwas Grüne ist der Stromkasten oder was? Hier? Nee, das ist die Haustür. Hä, wo ist denn der Stromkasten? Im Keller. Ah. Die Batterie. Auf geht's. Auf geht's. Nach Ridgeview. Achso, wie heißt denn der Geist überhaupt? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Diesmal habe ich auf den Stromkasten geguckt. Ich war gerade beim anderen Game und habe gerade überlegt, wie hier das Journal aufging. Maria Straffen. Straffen? Lass Straffen. Mal straffen. Ja. Die hat einen straffen Fuß. Und deswegen... Welche Richtung war das jetzt nochmal? Rechts oder links? Der Sicherung. Ja, wenn du die Treppe runtergegangen bist, rechts. Ey, ich hab ihn schon. Ja, ja. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass das diese andere ist. Der Kleine. Hä, bin ich doof? Warum habe ich einen EMF mitgenommen? Ja, das weiß ich auch nicht. Hä? Ich nehme doch sonst immer mein Thermometer mit. Etwas kitzelt mein Bein. Oh, sag bloß die Katze. Komm raus da. Sunny oder was? Nein, Lu. Lu? Es liegt die unten in meinem Schreibtisch drinne. Ja, vielleicht riecht's da nach Fisch. Ah, da riecht's nicht nach Fisch. Ich muss mal kurz meinen Thermometer holen. So. Oh, Entschuldigung. Wir haben in der... Ich hatte eben in der Küche 5 Grad. Ah, ich hole mal meins auch. Ich hatte eben schon Aktivität, aber ich kann es nicht zuordnen. Ein bisschen Banane heute. Ich habe das eben nicht gesehen. Ich dachte, das Thermometer wäre gar nicht mehr da. Ich bin ein bisschen Banane heute. Sauer gerade im Kopf. Ja, du Birne. Birne in the brain. Ich dachte, wir machen jetzt so Lebensmittelbeleidigung. Ich hätte jetzt... Hier unten im Schlafzimmer habe ich mal 6 Grad. Mhm. In der Küche hatte ich auch schon einmal 5. Mhm. 11 Grad ist jetzt aber nichts Weltbewegendes. 9 Grad, wieder hier Essbereich, Küche. Okay, ich guck mal oben wegen Knochen. Essbereich. Okay. Nicht Essbereich? Also jetzt bin ich komplett confused. Confused ist er, confused. Confused. In der Küche. Hier, so. Ich habe den Knochen, also die den Brustkorb. So, jetzt. Oh, ey, ich wusste gerade nicht, wie ich mal. Oh. Ja, erzähl weiter. Alter, scheiße. Du solltest jetzt Geschichtenerzähler werden. Oh. Vielleicht so irgendwie in der Bibliothek Kindern aus Büchern vorlesen oder so. Ey, wie so ein Schlaganfall, ey. Ich hab's ja gut gefunden. Seifenspender. So wie sich das angehört hat, ist hier drin gleich wieder Schlägerei. Mhm. Komm mal runter. Ich schlag mal mit. Ach so, wegen den Cats. Ja. Oh, die nerven. Einfach. Oh, 3 Grad hier? Ne, in der Küche habe ich eben 4 gehabt. Wo ist er denn? In der Küche. Küche, da ist ja auch der EMF hier. Ja, ja. Was versteht denn der? Keine Ahnung. Auf 4. Geh mal her. Hä? Die war hier. Ja, aber die war hier in der Ecke. Bleibt bei 4. Ich dachte vielleicht, wenn ich ein bisschen gehe, könnte der auf 5 ausschlagen. Okay, die Cam habe ich da. Dann packe ich das nach da. Das Buch packen wir hier rüber. So, perfekt ausgestattet. Maria? Und Josef. Maria, schreib ins Buch.
Okay. Ich hole erstmal die Geisterbox rein. Maria. Die Kamera hast du, ne? Oder? Ja. Ja. Das und das. Maria, Maria. Die UV-Lampe hast du sicherlich drinne gelassen, ne? Wie du es immer tust. Ich hab halt alles gerne bei mir. Einnehmendes Wesen. Ja. Nennt man auch Egoismus. IMF3. Und die hat hier was geschmissen. Ich würde behaupten, Dots. Okay. Gerade hochgelaufen. IMF ist bestimmt auch noch auf 5. Nee, auf 3. Achso, du meinst im Laufe des Spiels, kommt ja. Bestimmt noch. Die schmeißt hier auch ständig Sachen, die hat ich Sass seh auf sie. Mich. Ja, ich auch. Guten Tag. Die hat dich da wieder durch den Dots gelaufen. Ja, ja, die hat irgendwie hat die ein Problem mit mir. Einfüllpavon. Kannst du mal Maria rufen, wenn du drinne bist? Vielleicht können wir den Sass auf dich übertragen. Was ist denn jetzt? Buch ist auch drin, ne? Ach, verdammt. Ja. Hm? Ja. Ich habe nur vergessen, die Geisterbox hinzulegen schon mal. Bleiben ja nur diese Optionen, weil dort Orbs sind nicht. Gut. Maria! Oh, oh, sie kommt. Nee, es war nur ein, ne? Maria, kannst du mit mir reden? Oh, oh. Die hat's mit dir, ne? Ey, ohne Witz. Die versucht mich die ganze Zeit in Schlaf zu singen. Die steht auf dich. Oh. Ich stehe auch auf ihren verwesenen Leichengeruch. Mm. Boah. Nice. Auf, ey. Boah. So, mit den ganzen Falten und... Ja, muss ja irgendwie... Eins von den drei Sachen. Buch. IMF. Ich denke mal IMF, weil der schon auf 4 war. Oder Box. Na, Fingerabdrücke. Ja, vielleicht kommst du selber rein und guckst mal nach dem Rechten. Ich komme. Ja, ich, ja. Ich erscheine. Also an der, an den, Lichtschalter. Ja, das ist ansteckend, ne? Das ist ansteckend. Ohne Witz, behalte deine Krankheit bei dir. Am Lichtschalter ist, kein Fingerabdruck. Aber wir haben hier ein Wasserphänomen gehabt. So. Kann da eigentlich durch Salz wandern? Ja. Okay. Maria, wie alt bist du? Ich wollte auch noch was aus dem Auto holen. Warte auf mich. Ich hol Salz. Ja, wollte ich auch holen. Dann hole ich die Kamera. Also ein Fotoapparat. Was können wir denn noch mitnehmen? Was haben wir denn hier als Tagesquest? Finde den Geistertyp. Vervollständige Aufgaben. Aufträge spielen. Schließe 3 Sterne Geister. Ah, ein 3 Sterne Geisterfoto. Das kriege ich hin. Nichts leichter als das. Ich habe ja, sie ist ja sehr kontaktfreudig. Warst du das? Was? Nee, durchgelaufen. Hier, Fußabdrücke. Ja, darf ich mal? Hier. Ja, jetzt hau einfach ab. Alter, ich hab dir gerade Fußabdrücke gehört. Also Fingerabdrücke. Ja, aber du warst im Weg. Ja, schön. Ich hab das aber erst ermöglicht. So, Maria, wie alt bist du? Kannst du mit mir reden? Kann ich dir helfen? Du kannst dir bestimmt nicht helfen. Wir haben die Geisterbox. Ja, dann haben wir doch alles. Fingerabdrücke, Geisterbox... Und den Dots-Projektor. Also haben wir ein Phantom. Phantom da oben. Maria! Darf ich bitte ein liebreizendes Foto von dir machen? Liebreizend. Ja, gleich kommt ein Booby-Drop. Ha! Leaked! Was kommt gleich? Nix. Ein Booby-Drop? Hättest du wohl gern, wa? Ja, Maria sieht heiß aus. Stell dir den Geist anhand Bewegungs... Nee. Hä, die ist noch nicht abgehakt mit dem Bewegungssensor. Ja, weil der hier doof hängt. Warte, ich pack den um. Vielleicht ist es ein Kind. Nein, das ist eine erwachsene Frau. Ich hab sie doch schon gesehen. Ach ja, stimmt. Okay, ich bin... Du bist so gegangen. Ja.
Ich bin scheiße. Du bist scheiße, das stimmt. Du lebst ja noch. Oh oh. Der Strich ist noch oben. Jetzt geht er runter. Jetzt kannst du raus. Die war auch gerade bei mir an der Tür. Wie viel Sanity habe ich noch? 23. Ich würde rausgehen erstmal. Ja. Vor allem, du sagst, ich bin scheiße. Kannst du reinkommen? Ja. Vorfall, rein? Hä? Wieso soll ich reinkommen? Na, einfach nur, damit wir zu zweit sind. Damit die nicht kommt. Damit die mich killt jetzt, oder Nein, was? Nein, damit die nicht gekommen wäre. Das war eigentlich so mein Grundgedanke. Vielleicht wäre sie so oder so erschienen. Okay, ich habe mir jetzt nochmal zweimal Pillen geschmissen. Aber du hast die Quest erledigt, das ist schon mal gut. Welche? Achso, ja. Das war ein Kükenspiel. Aha, freut er sich. Ja, nichts leichter als das, ja. So ein Geist entkommender. Ach, Lise. Komm, eben kackst du dir noch in der Hus? Nein, ich habe nur gesagt, dass ich scheiße bin. Ja. Haben wir keinen Strom mehr? Doch. Maria, erscheine! Das hat wohl nicht bezahlt, wa? Aber ein bisschen frech, das Kreuz hat überhaupt nichts gebracht. Ja, ist das verbrannt? Nö. Und sie hat mich trotzdem gejagt. Bräuchten wir noch ein Kreuz? Achso, sie kam aber hier aus der Ecke. Wir müssen hier auch noch ein... Acht. Kreuz hinlegen. Sieben. Die hängt sich an dich. Mhm. Jetzt ist sie weg. Ja, ich war hier, Hunterbrock an der Scheibe. Ich war gerade abgelenkt von der Katze. Ja, Katze. Irgendeine Katze macht gerade Stress im Hintergrund. Bestimmt Lou. Maria, erscheine! Ich glaube, die ist in den Karton gekrabbelt. Ein Karton? Achso, ja, die Katze! Da, ja, ja. Oh, Gott. Der Geist! Da ist doch noch dieses Dämmpapier drin. Mhm. Okay. Achso, den kann ich nicht aufmachen. Hast du schon nach einem Knochen gesehen oder so? Oben das Gerippe da. Ach ja, stimmt. Hast du davon schon ein Foto gemacht? Och nö. Hab mich noch nicht in der Lage gefühlt. Oh. Ja. In irgendeinem Raum, wo die Tür auf ist. Okay, habe ich. Da hatte ich mich auch drin versteckt. Maria, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Erscheine, zeig dich. Komm raus. Oder wie man im perfekten Englisch sagt, come out. Come out? Come out. Come out. Im perfekten Englisch, come. Ja, come. Maria Straffen, zeige dich. Straffen, ey, was ist das für ein Name? Nachname, glaube ich. Oh nee, ne? Hm? Gott. Das gibt's doch nicht. Maria! Maria! Zeig dich! Wo bist du? Komm raus! Erscheine! Gib mir ein Zeichen! Also irgendwie, nö, leider nein, leider gar nicht. Aber erst seit ich meine Sanity aufgefüllt habe. Ja. Wie viel Sanity habe ich denn jetzt? 85. Hm. 82. Maria! 85. Maria, zeig dich! Maria, wo bist du?
Ja. Maria, gib mir ein Zeichen. Maria straffen. Oh Gott, bist du doof, ey. Er kam einfach rausgerutscht. Warte, ich leg mal noch ein Kreuz ins Zimmer. Da, wo sie eben gerade erschienen ist. Und dann schauen wir mal. Mit weit geöffneten Augen. Das tut weh. So. Maria! Achso, warte, push the talk. Irgendwie Maria! Irgendwie läuft sie nicht durch. Die läuft hier nicht mehr durch? Durch den Bewegungssensor. Achso, ich dachte durch den Dots. Warte, das haben wir gleich. Da habe ich auch nichts gesehen jetzt. Okay. Nicht, dass sie den Raum gewechselt hat. Sie nicht. Aber der IMF schlägt an. Okay. Maria? Bist du das? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie noch in der Küche ist. Ja, ich sehe da auch nichts mehr gerade. Nee, ich glaube... Es könnte sein, dass sie jetzt im Essbereich ist. Hier liegt auch ein Teller. Das ist ja blöd. Ja, wenn die jetzt hier wandert ist, ist das doof. Doof. Kannst du der F- Was war Maria? Das denn? Bin ich jetzt hier irgendwo aufgekommen? Alter, ich schmeiß diese Katze nach der Runde raus ins Zimmer. Maria? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Maria, wo bist du? Hat die sich hingelegt, oder? Wer, Maria? Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht war die müde. Ist nix. Oh, nee. Da hat was geklimpert. Ja, ich hab gedacht, vielleicht reagiert die auf dich, deswegen bin ich rausgegangen. Nee, sie reagiert eigentlich nur auf dich, glaube ich. Maria? Oh nein, ich sehe sie! Ich bin tot. Oh. Ich bin nicht tot. Die Tür, sie ist mir entgegengelaufen. Die Tür war zum Glück noch auf, ey. Oh Gott, mein Herz. So, schmutziges Wasser. Fußabdruck 3 Sterne, Fingerabdrücke 3 Sterne, schmutziges Wasser. Knochen hat nur 2 Sterne, aber der Geist 3 Sterne. Damit habe ich die Quest erfüllt. Dankeschön, Ladies und Gentlemen. Patrick verlässt das Haus. Oh, sie ist sogar durchgelaufen. Sehr gut. Ja, alle Quests, ne? Und die Nebenquest. Aufträge spielen, ja, machen wir ja. Geistertyp haben wir. Vervollständige Aufgaben. Gut, das sind ja nur die Tagesquests. Was haben wir denn hier noch? Zeichne paranormale Geräusche mit dem Parabolmikrofon auf. Hab ich, aber war nichts. Hast du keine Geräusche gehabt? Mhm. Ich kann ja auch nochmal versuchen. Ja, bei dir springt die sowieso irgendwie eher an. Ich bin auch ein attraktiver Boy, ne? Hm, das war ja klar. Und dann gehst du jetzt drauf, ich lach mich kaputt, ey. Hey, ich will doch gar nicht rein. Ich muss dafür rein, oder? Ja. Das geht nicht, dass du draußen stehst. Ja, ich auch schon versucht. Ne, das finde ich dann doof. Dann lass fahren. Bis jetzt bin ich voll der Pro. Hatte ich auch schon probiert. Bis jetzt läuft die Runde, da will ich jetzt nichts riskieren. Hier, halt mal. So, können wir eine Basis? Hast du eingetragen? Ja, ne? Warte mal. Hab ich. Ich auch. Ah, oh, durch den Dots ist sie wieder gelaufen. Es wurden ein paar Überreste gefunden. Echte UV-Fußabdrücke vom Geist. Oh, die letzten habe ich nicht mehr gelesen. Die anderen beiden. Mein Spiel lädt. Der Geist war ein Phantom. Aha. So, damit haben wir alle Quests erfüllt. Wir haben den Geist herausgefunden. Wir haben die Quests erfüllt und wir haben den Geist herausgefunden, falls ich das noch nicht erwähnt habe.
und survive. Das ist das Wichtigste. Beide. Survive. Ja, ja, überlebt. Ja. Das klingt professioneller, wenn du das... Wie viel Geld hast du gekriegt? 245. Hä? Wie viel hast du? 195. Ja gut, ich habe die, ich habe den Knochenbeweis. Ich habe... Steht bei mir auch. 95. Ich habe Multiplikator der Belohnung mal 2. Habe ich auch. Fotos $45. Habe ich auch. Achso, ich habe nochmal $50 gekriegt, weil ich die Quest erfüllt habe. Die tägliche. Schieße ein 3-Sterne-Geisterfoto. Achso, ich finde den Geistertyp heraus. Ja, Wunderbärchen. Das war's wieder mit Phasmophobia. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.